Und überhaupt. Und deswegen kommen wir jetzt nämlich zur Carrack. Und das ist halt so das Schiff, wo Captain Picard sagen würde, fuck yeah! Yeah! Fuck yeah! Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Heute wieder bei einem Showcase. Und zwar diesmal soll es um die Schiffe im Exploration-Segment gehen bei Star Citizen. Was halt für einen sehr großen Teil der Bäcker halt so eigentlich auch das Interessanteste in der ganzen Geschichte ist. Weil was liegt denn näher in einem ganzen Universum, was es zu entdecken gibt, loszufliegen und Planeten zu entdecken? Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute wohl gar nicht Lust haben auf das Dogfighting und Kampf gegen Spieler, sondern wirklich das Exploration. Die Forschung scheint viele Leute anzustacheln. Es gibt nicht nur Planeten zu entdecken, es gibt auch Jump Points zu finden, es wird Ressourcenfelder zu scannen, zu erfassen und zu erschließen geben, es wird Artefakte geben, die man finden kann, vielleicht sogar Blaupausen, wer weiß es, Blueprints. Es wird sehr viele Möglichkeiten geben, bei Star Citizen zu forschen und zu entdecken. Und deswegen konzentrieren wir uns heute mal auf diese Schiffe, die vor allem sehr, sehr vielseitig ausgestattet sind und den Fokus halt nicht auf Waffen und Panzerung und Schilde haben. Na, wollen wir mal sehen, wie lange du das durchhältst, wa? Also, fangen wir doch direkt an, halt so mit der Robert Space Industries Aurora LX-Variante. Die Aurora-Serie ist ja eigentlich die eierlegende Wollmilchsau, halt eben aus dem Hause RSI. Diese spezielle Variante ist tatsächlich für die Exploration ausgelegt. Es ist der Standard-Aurora-Formfaktor, sie kommt allerdings mit einer Oracle Jump Drive Engine, wie auch immer, und hat halt eben auch ein paar kleine Frachteinheiten dabei, wenn man einen Storage-Container dranhängen möchte. Gut, muss man jetzt halt eben auch sehen, dieses Schiff ist natürlich weiterhin halt nicht unbedingt für halt sonderlich lange Reisen gedacht und sie ist halt eben auch nicht sonderlich schwer bewaffnet. Das bedeutet halt eben, dass wenn man halt unterwegs auf, sagen wir mal, zwielichtiges Gesindel stößt, was einem Böses will, ist man dann wahrscheinlich besser halt so mit der Flucht beraten, als dass man sich auf einen offenen Konflikt einlässt. Ja, es ist auch, wir haben uns das Schiff nochmal angeschaut und bis jetzt gibt es auch keine Informationen dazu, ob jetzt hier noch ein spezieller Scanner dazu kommt. Deswegen gehe ich jetzt eher davon aus, dass man damit halt einfach das System untersucht und dann vielleicht irgendwas einsammelt, was man findet. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass dieses Schiff jetzt explizit dafür da ist, um jetzt große Scanner-Tätigkeiten zu übernehmen, um jetzt neue Jump Points zu finden. Man muss sich natürlich vorstellen, dieses Schiff ist wirklich jetzt im Aurora-Segment ein Explorer, ist jetzt aber vielleicht nicht das Schiff, was man für Deep Space Langzeitoperationen nehmen würde. Ganz konkret von der Bewaffnung haben wir jetzt hier wirklich nur noch, die ganzen Aurora-Modelle wurden ja nochmal upgedatet. Man hat jetzt wirklich nur noch zwei Size One-Waffen an Bord. Und jeder, der das Schiff kennt, der weiß auch, dass man mit diesem Schiff nicht lange Dogfights standhalten kann. Ja, es heißt, man heißt Weez und sitzt in der Aurora LN. Aber Herrgott, das sollte überhaupt nicht das Thema sein. Also es ist halt ein Einsteigerschiff, halt eben dediziert, ganz klar, halt so für Leute, die halt jetzt noch nicht genau wissen, halt so wie viel Geld sie halt wirklich investieren wollen, aber sie wollen bei Star Citizen dabei sein und sie möchten gerne exploren. Das wäre die Aurora LX. Das Ding ist halt so dabei, wenn ich mich halt jetzt eben für ein Einsteigerschiff entscheide, halt für Exploration, habe ich das Problem, dass die Aurora LX leider limited war oder limited ist. Das bedeutet, sie ist halt nicht permanent verfügbar, was nicht heißt, dass es sie nie wieder geben wird, aber momentan steht sie nicht zum Verkauf oder zum Plätschen. Dementsprechend halt so wäre das andere Entry-Level-Schiff, was halt eben in diesem Segment existiert, die Consolidated Outlands Mustang Beta. Und da sind wir bei einem Schiff, was für mich halt eben schon doch ein Favorit in dem Segment ist. Es hat nicht nur ein schönes Design, es fliegt sich auch nicht nur relativ angenehm und schnell, sondern es hat wirklich eine sehr, sehr komfortable Innenausstattung. Man kann dort schlafen natürlich drin, also Speicherplatz. Es wirkt auch wohnlich, man hat eine Küche, es erinnert mich ein bisschen an so einen Tramper. Es ist ein Wohnwagen prinzipiell, ja. Mit Kuschelecke und Klo und einem kleinen TV-Monitor hinten drin, Schränken, alles was man braucht, einen Feuerlöscher gibt's auch. Also ja, eigentlich ein cooles Komplettpaket. Es ist so, mit dem neuen Frachtsystem ist nicht klar, wie viel Platz wirklich noch für Transportgüter ist. Also man kann jetzt 10 Standard-Transporteinheiten sich vorstellen. Es kann aber auch weniger sein, weil es muss ja der Platz auch irgendwo noch herkommen für diese ganzen Innenausbauten. Dieses Schiff wird sicherlich nicht zum Transport gedacht sein, sondern wirklich eher dann um
ja, Trips zu unternehmen, um zu fliegen, um ein bisschen zu schauen, was ist denn im nächsten System um mich herum vorhanden. Es wird durch den Jump Drive auch da ja, viele Möglichkeiten geben zu reisen. Wichtig ist dazu auch zu sagen, dass bei Star Citizen das auch eine Rolle spielt, wie groß das Schiff ist. Das heißt, ein kleines Schiff kann auch durch ein kleineres Jumpgate durchspringen als ein großes Schiff. Also sie haben es einfacher, halt eben in diesen Tunneln zu surfen, die wir jetzt halt eben auch bei den Showcases immer davor geschnitten haben. Das ist halt eben so ein Jump-Point-Tunnel. Und ein kleineres Schiff hat es wesentlich einfacher, in so engen Passagen zu navigieren, als halt, sagen wir mal, irgendwie eine Constellation oder irgendwas noch Größeres. Allerdings ist es halt eben so, dass halt genau dieses Frachtthema halt eben so ein Ding dabei ist. Wenn ich jetzt halt dann draußen unterwegs bin und ich finde irgendwas, dann habe ich relativ begrenzte Möglichkeiten, das einzupacken und mitzunehmen. Ich meine, 10 SCUs oder Standard Cargo Units sind nicht wahnsinnig viel. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann da irgendwie eine Kiste halt reinstellen können oder halt irgendwas in die Schränke packen können, aber es ist jetzt nicht wirklich sonderlich geräumig. Oder eher Ausrüstung. Das ist halt der Punkt, der bei allen Explorer-Schiffen natürlich eine Rolle spielt. Der Frachtraum, den man da hat, ist jetzt nicht klassisch für die Frachtgüter wie bei Transportschiffen gedacht. Da wird auch viel Platz noch drauf gehen für Treibstoff, Scannerausrüstung, einen Raumanzug. Man wird da ja alles mitnehmen müssen, Kletterseil und Haken sozusagen. Was man Nahrung, braucht. Wasser, weiß der Teufel, was du halt eben First brauchst, wenn du unterwegs bist. Genau, so ein Zeug halt. Und dementsprechend, also es ist klar ein Einsteigerschiff, aber die ist halt extrem cool designt halt so. Die sieht eigentlich von außen auch ganz hübsch aus, aber der Innenraum halt so, der bringt es dann halt eben mal richtig. Also, was mich persönlich betrifft, wenn du ganz allein unterwegs bist und du möchtest gerne exploren, wäre die Mustang Beta meine Empfehlung für dich, weil damit, glaube ich, machst du erstmal nichts falsch. Sie kommt zu einem Preis von 52,36 €, was jetzt halt eben kein unbedingt sehr günstiger Pledge ist, aber halt, Herrgott, es ist dafür da, um das Spiel fertigzustellen, nicht wahr? Dementsprechend finde ich es eigentlich ein ganz faires Paket. Und jeder, der eine Mustang auch schon mal im Kampf geflogen hat, dieses Schiff ist von der Wendigkeit schwer zu treffen. Gut geflogen kann man damit auch schweren Schiffen ausweichen, schweren Jägern ausweichen. Wir haben hier diesen beweglichen Cannon-Turret schon unter der Schnauze mit zwei Size-1-Waffen, die das Zielen auf bewegliche Gegner auch einfacher macht. Und ich kann zusätzlich noch zwei Size-1-Waffen an die Flügel-Hardpoints ranhängen. Das heißt, bei diesem Schiff kann man sich schon ein bisschen verteidigen. Raketen fallen jetzt bei diesem Modell weg. Genau, die gibt es nämlich überhaupt nicht. Was halt so beim nächsten Schiff im Line-Up halt nicht der Fall ist, und zwar sind wir da nämlich direkt bei der Origin 315P von Origin Jumpworks, die für 71,40 € im Store als Pledge zur Verfügung steht. Und ja, dieses Schiff sticht vor allen Dingen durch sein schönes Design heraus. Da ist auch ein Schlafplatz mit dabei. Sie hat allerdings nur 6 Standard Freight Units dabei, was wahrscheinlich bedeutet, wenn ich die Klappe aufmache, der Raum da hinten, den kann ich halt eben vollstellen mit ein paar Kisten und Kästen. Es gibt keinen Storage Container, den ich anhängen kann. Dafür kann ich allerdings halt den Traktorstrahl, der nämlich serienmäßig mitkommt, der unter der Nase montiert ist, kann ich, wenn ich möchte, gegen Waffen austauschen. Ich kann aber auch Raketenracks an die Flügel montieren. Also da habe ich halt schon noch ein paar mehr Möglichkeiten, mich ein bisschen wehrhafter dann halt auf den Weg zu machen, wenn ich halt Angst habe, dass ich irgendwo unterwegs halt eine Wendel über den Weg laufe. Und das Schiff wird eine Scannerausrüstung haben für Jump Points und natürlich auch einen Sprungantrieb. Für meine Verhältnisse wäre dieses Schiff wirklich mein Favorit, wenn ich alleine forschen will, weil ich finde der Lieferumfang, also ja, ich finde die Ausstattung, finde die Standardausstattung, ich, die Standardausstattung finde ich schon sehr anspruchsvoll, und wenn ich jetzt auch noch sage, ich packe jetzt noch Size 3 Raketen unter die Flügel, habe ich tatsächlich auch richtige Offensivqualitäten. Verhältnismäßig natürlich immer halt so, aber das wäre halt schon nochmal halt so ein guter Step-Up halt eben zur Mustang Beta. Ja, genau, sie wird halt eben einfach durch ihren speziellen Antrieb auch wesentlich treibstoffeffizienter sein und ist immer noch klein genug, dass halt Jump Points charten wahrscheinlich halt eben wesentlich einfacher ist als mit einem größeren Schiff. Da sind wir halt eben uns in der Größenklasse relativ ähnlich. Ich meine, die Beta ist halt 5,5 Meter hoch, die Origin halt so 7 Meter, also es ist halt in den Abmessungen halt schon ähnlich. Dementsprechend wäre das halt eben auch ein Singleplayer-Schiff halt so, da ist halt eben ein Pilotensitz drin, ein Schlafplatz. Das wäre halt eben so dies. Und man kann sich reintrauen in gefährlichere Gebiete. Das ist so ein bisschen ein Schiff vielleicht für den modernen Indiana Jones, der nicht ganz nackt dastehen will. Genau, das Problem ist halt, wenn du eine versunkene Zivilisation findest, halt so, wo du dann halt irgendwie eine Pyramide aus purem Gold oder einen dreiköpfigen Elefanten einpacken musst, bist du halt eben auch wieder ein bisschen gelackmeiert, weil halt, wie gesagt, es fehlt halt einfach halt so der Laderaum.
Das ist allerdings dann halt so beim nächsten Schiff im Lineup nicht mehr der Fall, weil da sind wir direkt bei der Freelancer Duo, dem Exploration-Modell halt so aus der Freelancer-Reihe. Ja, und das ist jetzt halt schon mal ein Schiff. Ja, das ist ein Schiff. Und vor allen Dingen ist es halt so der Vorteil bei diesem Ding, das kann ich zwar alleine fliegen, wenn ich möchte, aber ich kann eine Crew haben. Ich habe nämlich mehrere Schlafplätze, ich habe einen großen Laderaum, ich bin halt ziemlich gut bewaffnet, ich habe große Fuel-Tanks, ich habe einen Jump-Point-Scanner, ich habe einen Jump-Drive. What's not to like? Also das ist halt schon mal so ein Ding, wo man sagen würde, so, ey, das ist wirklich ein Raumschiff, womit man sich halt wirklich in die Tiefen des Alls auf den Weg machen kann. Und wer die Freelancer-Serie kennt, der weiß auch, dass die Schiffe halt von der ganzen Innenausstattung sehr gut gebaut sind. Also der Platz ist sehr effizient genutzt, was ich immer sehr gerne mag bei dem Schiff. Also man hat auch das Gefühl, wenn man zu zweit jetzt da unterwegs ist, man wird das Schiff auch gut nutzen können zu zweit. Das ist jetzt nicht so, dass man sich da im Weg rumsteht gegenseitig. Man hat in der Mitte des Schiffes, was ich sehr spannend finde, auch diese Andockvorrichtung oder diese Schleuse, um das Schiff vielleicht von außen reparieren zu können. Es gibt Arbeitsplätze, wo jemand scannen kann, weil diese Scannerausrüstung dabei ist. Es ist eine Art Long-Range-Scanner-System zum Erfassen von Objekten, die weiter weg sind. Das heißt, hier kann man sich auch schon wissenschaftliches Arbeiten vorstellen. Und die Bewaffnung ist tatsächlich auch nicht so schlecht. Wir haben zwei unbemannte Türme an den äußeren, also der Außenseite des Schiffes. Wir haben optional hinten noch einen kleinen Geschützstand, um sich nach hinten zu verteidigen. Und wir haben immer noch ein paar Raketen an den Flügeln übrig. Standardmäßig Size 2 wahrscheinlich, vielleicht sogar bis Size 3 aufwertbar. Dieses Schiff wird auch nochmal überarbeitet werden. Das ist ja noch aus einem relativ frühen Stadium. Und ich denke, das ist ein Schiff, was viele, viele Möglichkeiten bringt. Extrem viele, ja. Also das wäre halt so ein Ding, wo ich sagen würde, ey, mit ein paar Kumpels halt eben losziehen und halt unentdeckte Planeten halt eben suchen. Das wäre auf jeden Fall halt so das Schiff dafür. Allerdings ist sie halt eben nicht ganz preiswert. Sie kommt mit 133 € und 28 Cent angefahren. Jetzt momentan im Pledge. Wie gesagt, ist alles eine Spende, um Star Citizen halt eben weiterzuentwickeln und fertigzustellen. Ja, ist jetzt aber halt bei weitem auch noch nicht das teuerste Schiff halt eben bei uns im Lineup. Und da kommen wir nämlich zu Constellation Aquila. Das ist natürlich ein Modell, was ja auch jetzt wirklich sehr, sehr berühmt ist. Da gibt es einen sehr, sehr schönen Trailer dazu, zu dem Schiff. Es ist RSIs Flaggschiff sozusagen in-game und es ist sehr, sehr groß. Ja, wir haben jetzt hier schon über 60 Meter Länge. Wir haben alles an Bord, was man braucht für längere Missionen. Das heißt, ein Jump Engine natürlich, den Ursa Rover, ein eigenes gepanzertes Fahrzeug im Laderaum. Ich finde den großartig. Ja? Die geben dir halt eben einen Panzer. Sie geben dir einen Panzer. Ich meine, im Ernst, weißt du, halt, da muss mir doch keiner böse sein, wenn ich mit diesem Ding dann halt irgendwo eine versunkene Zivilisation finde und bei denen auf dem Dorfplatz erstmal einen schönen Burnout hinlege. Ja, warum geben sie mir sonst sowas? Fair Chance Act, ne? Jede Zivilisation hat das Recht, sich zu entwickeln. Fair Chance, Schmerzchance. Also im Ernst, sie können sich ja entwickeln. Mit meinen Reifenspuren im Gesicht. Es ist ein Forschungsfahrzeug. Es ist ein Forschungsfahrzeug, was dafür gedacht ist, fremde Kulturen zu entdecken. Mhm. Burnout? Nein, kein Burnout. Burnout? Ja, es sieht tatsächlich aus wie Panzer, aber es ist eigentlich nicht dafür gedacht. Eigentlich. Nein, sagt der Hersteller. Eigentlich nicht, aber Herrgott, wenn man halt auf einem fremden Planeten landet, dann muss man sich halt eben auch effizient fortbewegen können und man weiß halt eben nicht, was man dann halt eben da finden wird im Zweifelsfall. Also das ist aber schon halt ein Schiff, womit man halt komplette Planetensysteme halt eben auch scannen kann. Sie hat halt einen fetten halt Long-Range-Scanner dabei, halt so große Fuel-Tanks. Sie hat halt eben auch einen Laderaum, der großteilig halt eben vom Ursa Rover besetzt sein wird. Eine P-52 Merlin wäre tatsächlich optional verfügbar, ist aber im Standardpaket laut momentanen Stats halt eben nicht mit drin. Ist aber halt eben auch eines der Schiffe, wo halt die Community mittlerweile halt so ungeduldig auf das Redesign wartet, wie bei der Freelancer, weil das steht eben noch aus. Und die Constellation ist da auch noch wesentlich älter in der Entwicklung. Da sieht man auch, der Innenraum ist noch gar nicht richtig ausentwickelt und genutzt. Ich glaube, das Schiff wird auch noch viel effizienter sein von der Innenausstattung und von der Einrichtung. Was sehr, sehr spannend ist an dem Schiff, ist auch diese ganze Sensorausrüstung, weil hier haben wir jetzt wirklich getrennte Scanner. Einmal ein Scanner als Long-Range-Scanner, um das System zu erfassen und dann nochmal ein Scanner, um wirklich gezielt Jump Points zu finden. Das sieht ja auch ziemlich geil aus, wenn der Turm ausfährt. Mhm. Und es wird ein eigener Arbeitsplatz sein. Das ist jetzt hier ein Multicrew-Schiff, wo wir wirklich schon mit einem getrennten Team, also mit einem Team aus verschiedenen Arbeitsbereichen,
gezielt Systeme untersuchen können. Der eine ist der Captain, der andere scannt, der andere sitzt vielleicht am Bordgeschütz, falls was schief geht. Der vierte Mann macht sich vielleicht schon bereit, um den Rover für die Bodenmission fertig zu machen. Genau, und das ist der springende Punkt. Bei der Freelancer kann ich eine Crew haben, muss es aber nicht. Bei der Constellation brauche ich eine Crew, weil sonst kann ich dieses Schiff nicht mehr effizient halt eben operaten. Ich kann fliegen, kann er aber nicht scannen und kann auch nicht feuern. Ich kann feuern, kann er aber nicht fliegen. Dementsprechend brauche ich halt eben mehrere Leute, die parallel arbeiten. Und das ist halt eben eine Sache, halt, die man sich überlegen muss. Die Constellation Aquila kommt mit 309,40 € angefahren. Pricey, natürlich, aber wie gehabt, ist es weiterhin eine Spende halt so irgendwie, um das Ganze noch besser und geiler zu machen. Aber das ist halt eben was, wo man sich dann wirklich sicher sein will oder muss, dass man mit mehreren Leuten unterwegs sein möchte, dass man halt eben mit Kumpels dann halt eben Systeme aufspüren möchte und ähnliches. Das ist jetzt halt nicht unbedingt ein Schiff, wo man mit alleine losziehen sollte. Ist vielleicht auch ein Schiff, was man sich auch mit Freunden direkt teilt. Ja, ist es sowieso nur als Team wirklich sinnvoll einzusetzen. Was man zur ganzen Constellation-Reihe auch noch sagen muss, ist, dass dieses Schiff nach meinem Empfinden in diesem Segment hier, Exploration, wirklich das schwerbewaffnetste ist. Ja, wir haben jetzt schon, es ist schon bekannt geworden, das Redesign von diesem Top-Loader-Raketenwerfer mit den zwei Size-2-Raketen. Das wird wahrscheinlich vom Laderaum auch nochmal beladbar sein. Das heißt, wir können dann im Flug die abgefeuerten Raketen wieder auffüllen. Wir haben dann noch zusätzlich diesen bemannten Turm, der unten unter dem Rumpf hängt, der nach Angaben von Chris Roberts Size 8 sein wird, dann Size 3 Waffen tragen kann. Auch der ist sehr, sehr schwer. Wir haben dann auf den Gondeln nochmal Gimbaled Waffen bis Size 4. Wahrscheinlich sind die dann bis Size 3 bestückbar. Auch hier haben wir wirklich eine sehr, sehr, ja, sehr gute Offensivqualitäten, die sich für mich schon fast nach einem Kanonenboot anhören. Ja, super, du hast es ja fast bis zum Ende geschafft, um halt so aus einem Explorer halt ein Kanonenboot zu machen. So viel zum Thema Fair Chance, ne? Fair Chance, echt. Ja. Fair Chance! Jeder hat das Recht auf eine Rakete von mir. Wunderschön. Obstkopf! Waffen! Also. Ja, Herrgott, ja. Also damit bist du auf jeden Fall nicht nackig, wenn du halt so dann irgendwo weit draußen halt einer feindlich gesinnten Situation über den Weg läufst. Aber wie gesagt, denk dran, es ist ein Explorer. Dementsprechend. Exploration, Freunde, ne? Genau. Exploration und Fair Chance und jada, jada, jada. Jedenfalls, trotz alledem ist es ja nun mal so, halt so, die Constellation Aquila ist sicherlich schon groß und sie ist halt eben auch nicht ganz billig. Allerdings ist es ja irgendwie immer so, es gibt immer einen, der ist größer als du und der ist auch teurer als du und der ist besser als du und länger und breiter und höher und überhaupt. Und deswegen kommen wir jetzt nämlich zur Carrack. Und das ist halt so das Schiff, wo Captain Picard sagen würde, fuck yeah! Yeah! Fuck yeah! Yeah! Das wäre halt das Ding, wenn er es nicht halt eben schon hätte und damit unterwegs wäre. Aber ja, die Carrack ist halt tatsächlich halt so irgendwie das momentan größte und halt eben auch ultimativste Exploration Vessel, wozu aber halt auch die Informationen halt eben momentan noch ein bisschen widersprüchlich und spärlich sind, weil sie ist halt eben bisher nur ein Konzept-Sale gewesen. Also sie ist, Limited, ne? Genau, ja. Limited ist er halt eben eh so. Die gibt es jetzt gerade erstmal nicht mehr zu kaufen. Sie ist weder Hangar-ready noch Flight-ready. Und wir können mal davon ausgehen, dass wenn jetzt schon die Freelancer und die Constellation halt Redesigns bekommen werden, dieses Schiff wird wahrscheinlich auch ein Kandidat dafür sein. Aber deswegen alles, was wir euch jetzt erzählen, ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber... Nein, das Ding ist wirklich geil. Also es hat tatsächlich... Also wenn man jetzt wie Columbus oder wie Picard die Weiten erkunden will, haben wir bei diesem Schiff wirklich eine extrem ausgeweitete Ausstattung. Also wir haben hier natürlich ein Advanced Jump Drive, was immer das heißt. Wir haben ein Scanner-System, was wirklich darauf ausgerichtet ist, Jump Points zu finden. Wir haben eine Station zum Kartografieren von Systemen. Wir haben eine Reparatureinrichtung, eine medizinische Einrichtung. Wir haben ein Scout-Schiff, wir haben natürlich auch einen Rover. Und wir haben Expanded Fuel Tanks dabei. Sehr, sehr viel Platz, getrennte Kabinen. Also dieses Schiff hat für Long-Range-Missionen alles, was man braucht. Exactly. Hast du die Drohnen eigentlich erwähnt? Nein, die habe ich vergessen. Ah, siehst du, Drohnen hat sie nämlich auch. Also zumindest halt so ist es geplant. Ja, das ist halt eben ein Schiff, womit man sich dann wirklich ganz weit ab der ausgetretenen Pfade bewegt. Und ja gut, das Einzige, was halt eben einfach komisch ist halt so, Schilde scheinen uns ein bisschen schwach, Bewaffnung scheint uns ein bisschen schwach. Hat zwar einen großen Reaktor, aber das Ding ist halt, ja... Das ist halt eben so die Sache, wenn man halt so weit weg ist von jeglicher Hilfe, dann ist es, glaube ich, halt irgendwie schon ein bisschen leichtsinnig, nicht halt irgendwie zumindest sich irgendwie verteidigen zu können.
Also es ist so, dass da momentan die Stats wirklich fehlen. Wir haben jetzt hier zu die Angabe, es gibt 2 unbemannte und 2 bemannte Türme. Das wirkt jetzt erstmal beim jetzigen Kenntnisstand sehr, sehr schwach. Aber ich denke, da werden dann vielleicht noch Raketensysteme dazukommen oder ein Autopoint-Defense-System. Also ich denke, da wird bestimmt noch was kommen. Die Schilde sind allerdings gar nicht so schlecht. Die sind Size 7, aber für ein Schiff von 123 Metern Länge braucht man zu Schilden zusätzlich auf jeden Fall noch Waffen. Definitiv, ja. Dafür haben wir auf jeden Fall halt so ein Medical Deck, also wir haben halt eine Krankenstation, ja. Wir haben halt eine Werkstatt, womit man halt das Schiff halt eben auch in Schuss halten kann. Und ja, es ist halt tatsächlich halt so zum Kartografieren da und wirklich halt so Raumsektoren halt eben zu bereisen, die bisher noch kein menschliches Auge geschaut hat. Das ist halt eben halt so die Carrack. Ich glaube dabei bei diesem Schiff, dass das auch ein Schiff eher ist, was für Organisationen interessant ist, die ein bisschen mehr Kapital haben, die sich auch so eine Forschungsmission erstmal eine ganze Weile leisten können. Man wird dieses Schiff wahrscheinlich dann auch durch gefährlichere Gebiete eskortieren müssen. Dann schickt man es auf die lange Reise, hat bis dahin wahrscheinlich schon sehr viel Geld ausgegeben, um diese Mission überhaupt zu finanzieren, mit Treibstoff, Waffen, Equipment, Scannerausrüstung, bla 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 auszustatten. Ich glaube, das ist wirklich ein Schiff, was interessant mit 6 Crewmembern, was interessant ist eher für größere Organisationen, die sich dann ein paar Carracks leisten, um die dann gezielt auf Expeditionen zu schicken. Um neue Asteroidenfelder zu finden, neue Ressourcen, neue Planeten, die es auszubeuten gilt, oder tatsächlich halt so verschollene Technologien oder ähnliches. All das wird halt in Star Citizen möglich sein. Es wird halt nicht zu wenig zu entdecken geben, davon können wir mal ausgehen, wenn man halt so einen Sci-Fi-Enthusiasten wie Chris Roberts da halt eben am Drücker hat. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird und was für weitere halt so Exploration-Schiffe noch rauskommen werden. Und darüber werden wir euch dann natürlich informieren, halt so, wenn es soweit ist. Wir hoffen, euch hat die Showcase-Folge gefallen und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns liked oder wenn ihr natürlich Kommentare hinterlasst. Für weitere Infos zu Star Citizen könnt ihr auch gerne den starcitizenbase.de Blog besuchen und dort tiefergehende Infos zu Star Citizen, zu den Hintergründen und zu den Schiffen erfahren. Oder aber ihr besucht unsere Let's Plays auf dem Channel. Reason out.